beim Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Schulbus in Mias, westlich der südfranzösischen Stadt Perpignan, sind mindestens 4 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 18 Jahren ums Leben gekommen. Mehr als 20 weitere Personen, vorwiegend Schülerinnen und Schüler sowie 3 Zugpassagiere, wurden zum Teil schwer verletzt. Laut Medienberichten war der Zug an einem Bahnübergang auf den Bus geprallt, der in 2 Teile gerissen wurde. Das Unglück ereignete sich am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr, als es noch hell war. Die Stadt Mias schickte alle verfügbaren Einsatzkräfte zur Unfallstelle, die weiträumig abgesperrt wurde. Für die betroffenen Familien wurden eine Notfallnummer und ein psychologischer Krisenstab eingerichtet. Die Ermittlungen der Unfallursache dauern an. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach den Betroffenen zunächst auf Twitter sein Mitgefühl aus. Der französische Ministerpräsident Edouard Philippe reiste an den Unfallort, ebenso die Ministerin für Transport und Verkehr Elisabeth Borne. Sie nannte das Unglück einen schrecklichen Unfall.